So, schönen guten Tag, herzlich willkommen ein letztes Mal hier in der Live-Strecke, weil das das letzte Spiel ist, was wir uns heute in der heutigen Folge Gregor Zocks angucken werden. Axolotl, Twilight of the Spirits ist es. Ursprünglich rausgekommen, ihr seht es unten, für die PlayStation 2 im Jahr 2003. Gucken wir mal, Message Speed würde ich auf Fast mal lassen für uns, Stereo. 2003 war es rausgekommen, es war der erste Ark the Lad Teil, eine etwas umfangreichere Serie, die es vorher auf der PlayStation 1 gab. Der erste Teil, der auf der PlayStation 2 rausgekommen ist, die Ark the Lads sind Strategie-Games. Ein bisschen so im Spirit von Final Fantasy Tactics kann man fast eher nicht sagen, weil das erste Ark the Lad kam vor Final Fantasy Tactics raus. So, ihr habt, aber ähnlich wie Final Fantasy Tactics, ein rundenbasiertes Strategie-Game, wo ihr Charaktere habt, die bei den alten Games war es zumindest noch eine Top-Down-Ansicht auf der PlayStation 1, die ihr so schachbrettmäßig vorbeibewegen lassen könnt mit schön vielen verschiedenen Magien, Skillsystemen, die draufgepackt waren. Gerade das zweite Axolotl ist ziemlich cool, ist einer der Top-Strategietitel für die PlayStation 1. Die kam damals in einer Collection, die habe ich hier auch noch im Schrank bei mir da drüben stehen, für die PlayStation 1 raus, Axolotl 1, 2 und 3 plus ein Monster Hunter Game. Die waren für lange Zeit die einzigen Axolotl-Spiele, bis mit Twilight of the Spirits, was wir hier gerade sehen, ein weiterer Ableger für die PS2 kam. Es gibt noch ein weiteres Game, ein weiteres Axolotl-Game aus der PlayStation 2-Ära namens End of Darkness, aber das ist nicht ganz so gut wie die original PlayStation 1-Sachen und das Twilight of the Spirits hier. Hat ein bisschen mehr anderen Gameplay-Charakter, Action-Charakter und wenn ich mich nicht irre, dürfte das einzige Axolotl-Spiel sein, was offiziell in Europa erschienen ist. Und ihr seht für die damalige Zeit, heutzutage natürlich ein klein wenig betagt, aber dank der PlayStation 4 bekommen wir es jetzt in 1080p zu sehen, was ja die PlayStation 2 Games auf der PlayStation 4 machen, leider nicht. In 16:9, es wird eben nur intern hochskaliert, damit man die Grafik ein bisschen sauberer jetzt hier mitbekommen kann. Es ist doch schon einer der besseren Titel, also speziell was so Strategie-Games angeht. Und zu der Zeit, als es rausgekommen ist, 2003, also im frühen Umfeld der PlayStation 2, gab es einfach noch nicht so viel Alternativen, was man machen kann. Und ich habe zumindest eine Zeit lang gezockt, als es auf der PlayStation 2 kam. Im Gegensatz zu den anderen Axolotls hatte ich es aber, ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwann hatte ich es liegen lassen. Es kann sein, dass ich da gerade ein bisschen müde war gegenüber den Strategie-RPGs. Oder den Strategie spielen, im besseren Sinne. Ich habe immer insgeheim ein wenig darauf gehofft, dass Konami ein neues Vandalhearts mal rausbringt. Was wir ja leider nicht gemacht haben seit der PlayStation 1-Ära. Sieht aber noch ganz schnieke aus, finde ich. Also auch jetzt natürlich mit der größeren Auflösung. Framerate ist passabel, also haben sie ja eh nicht mehr was dazu gepackt. Was ich lustig finde, wenn ihr unten, oder wahrscheinlich könnt ihr es jetzt nicht sehen, Kark ist der erste Charakter, mit dem wir spielen, gerade bei den 16:9 Balken unter, ihr habt gesehen, dass die einfach als Grafik übers Bild gelegt wurden, weil am rechten Bildrand unten ist noch so ein kleiner Streifen, wo die Grafik durchguckt. Haben sie ja nicht gemacht. Okay, jetzt sind wir aber bei der richtigen Ingame-Grafik und nicht bei den Cutscene-Modellen. Kark hat fantastisch gekämpft. Kark ist der Hauptcharakter. Hier, er ist wie will man sagen, er ist so ein Nachwuchs, Nachwuchswache, Nachwuchspalastwache, wenn ich mich nicht irre. Ach nee, er ist es nicht, genau. Ich glaube, er ist der Adlige in der Welt und er trainiert bei den Wachen bei Meister Lloyd mit der Narbe im Gesicht und seiner Tochter hier, der Paulette. Schaut euch das mal an, was haben sie damals gemacht auf PlayStation 2? Die haben mir nicht nur den Busen ausmodelliert, sondern die haben der Paulette auch noch ein Muttermal auf den Busen gepackt, auf die Brust. So macht man das damals auf der PlayStation 2. So ist es. Zumindest storymäßig war es so, dass ich glaube, die sind miteinander aufgewachsen, Paulette und der Kark, Lord Kark. Und der Vater von Paulette, der hat ihm alles beigebracht. Du bist doch ein Adliger. Da ist doch alles gut, alles schön. Ich glaube, ich hätte euch für die Zwecke für heute, ich will das jetzt nicht storymäßig volle Pulle herantreiben. Ich hätte sonst die Cutscene hier übersprungen, aber die Cutscenes überspringen kann man nicht. In der Variante normalerweise, wenn man selber spielt, möchte man das ja auch nicht. Mich erinnern die Textboxen ein wenig übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt auf der PlayStation 2. Da gab es ein Strategiespiel, das war auch von Konami. Ne? War doch von Konami, hieß Ring of Red.
wo man einen alternativen Ausgang des Zweiten Weltkriegs gespielt hat, wenn es Mecha-Roboter gegeben hätte. Das hat er auch so, diese Ansicht. So, jetzt kann ich hier ein bisschen steuern. Der Vater ist ein bisschen abgelenkt hier. Mit Leute und Banjo sind hier ein bisschen abgelenkt. Ich kann hier herumlaufen. Kann ich schon ins Menü gehen? Kann ich hier auch machen. Habe meine beiden Charaktere. Kark und Paulette hier. Paulette. Wahrscheinlich, wie man es aussprechen würde. Equipment. Gibt es hier sogenannte Parts. Die wird man später für die Waffen gebrauchen können. Hier in den Statuswerten kann man sich das angucken. Finde ich schön übrigens, dass Sony gerade viel aus ihrem eigenen Fundus an Strategie- und Rollenspiel-Games jetzt rausbringt. Nicht nur, dass wir Rogue Galaxy und Rogue Galaxy und Dark Cloud gehabt haben. Jetzt ist eben auch Arc the Lad noch dazu rausgekommen. Dark Cloud 2 kommt in Bälde und Okage, Shadow King. Das würde ich auch, euch auch ganz gerne mal zeigen. Das ist so ein kleiner, nischenabgedrehter Titel mit einem verrückten Schattenwesen, was die Welt erobern will, aber als Schatten an einen kleinen armen Jungen gebunden ist. Das sind die Sachen, die ich als so Geheimtipps oder frühe, kleine, eher unbekannte Sachen auf der PlayStation 2 mir aus Amerika importiert habe und gespielt habe. Und es ist schön, dass Sony die jetzt auch gerade dazu benutzt, um ihr Konto an Spielen auf der PS2-Spielen auf der PS4 auszufüllen. Ein bisschen schade ist es, dass ich diese Games nicht noch auf der PS3 als Download zocken kann. Okay, das müsste... Ey, was das für ein riesiges Bett ist. Aber dafür hat man auf der PS4 durch den höheren Preis, die kosten ja meist so zwischen 10 und 15 Euro. Und das hier kostet wieder 15 Euro, was ich ein bisschen happig finde. 10 Euro wäre okayer gewesen dafür, dass man es mitnehmen kann. Aber man hat immerhin die hohe Auflösung und für die Leute, für die es wichtig ist, Trophäen auf der PlayStation 4 könnt ihr euch erspielen und die Möglichkeit auch noch die höhere Auflösung zu haben. Und natürlich, dass man es von der Festplatte spielt, dass keine Ladezeiten mit dabei sind. Jetzt fangen an, auf einmal, die Story nimmt ihren Lauf. Kark wird kontaktiert von wem? Vom fliegenden blauen Knubbelmännchen. Nein, er ist kein Knubbelmännchen, er ist der Geist des Windes. The Spirit of the Wind. Und natürlich für Äonen, für viele unzählige Äonen. Ich habe extra die Schrift auf schnell geschaltet. Ein neues Zeitalter der Einigung. Höre mir gut zu. Wenn ich mich nicht irre, waren die dafür zuständig, dass man Magien machen konnte oder so. Aber jetzt hat Kark gesehen, dass mehr in der Welt da ist als einfach Wein, Weib, Gesang und Schwert. Sondern dass auch die Spirits da sind, wie in den Geschichten, die seine Mama ihm erzählt hat. Kommt es denn im deutschen Store, wird im Chat gerade gefragt. Ich glaube, es sollte sogar im deutschen Store schon erhältlich sein. Ich habe es zumindest... Weil ich mir die Dinger, es hat ja technische Gründe, dass die in der US-Version besser sind als bei den deutschen, weil in Deutsch haben diese Spiele keine 60-Hertz-Version gehabt und die Varianten, die man im deutschen Store sieht, auch auf der PS4, sind die 50-Hertz europäischen Varianten, die dann hochgestreckt werden und angespeedet, sodass die ein bisschen zucklig und ruckelig rüberkommen, wie sie es eigentlich nicht sein sollten. Also zu präferieren wäre es, wenn ihr PlayStation 2 Games auf PS4 kauft, da habe ich auch einen großen Test dazu gemacht, dass sie eher die US-Version euch zulegt. Ach, guck mal, da ist der kleine Kark. Und seine Mutter war eine Nonne. Eine Nonne, die mit jemandem geschnackselt hat. Tausende von Jahren eingeschlossen. Das ist auch so ein Ding von frühen PS2-Spielen, wo sie angefangen haben. Ihr seht, die Cutscenes sehen ein bisschen schöner und aufwendiger aus als die normalen Gameplay-Elemente oder die Gameplay-Cutscenes, dass man Motion-Capturing genommen hat für die Bewegung. Die sehen ein bisschen natürlicher, ein bisschen flotter aus. Ach, guck mal. Aber die Geschichten, die er erzählt, das ist Arc the Lad 1. Ja, Arc ist der Hauptdarsteller des ersten Spieles. Und da, kenne ich doch, wie ist er nochmal? Poe, Pan oder so? Und die Deimos sind gekommen. Die Humans und die Deimos, die haben sich gehasst. Ja, es ist schön, dass sie auch so einen direkten Callback haben. Da habe ich mich gefreut, gerade die vom ersten Teil zu sehen.
Deimos in the other. And eventually, it became strictly forbidden for humans and Deimos to associate with one another. Oh nein, es war nicht mehr erlaubt, dass die Dämonen und die Menschen miteinander Zungenküsse. Nein, ich habe keine Ahnung. Was sie miteinander stellen. Jetzt hat er sich an diese ganze Cutscene erinnert. Lustig, dass er sich daran erinnern kann. Aber war das wirklich ein Spirit? Warum sollte er auftauchen? Ich hoffe, dass gleich der Kampf da ist. Weil das ist das Brot und Butter, was wir uns hier anschauen wollen. Paulette, wo ist deine Warze? Ich meine, dein Schönheitsfleck. Hast du Lady gefunden? Nein, Mama ist nicht da. Da haben wir die Stimme einfach gehört. Nein, es war ein Geist. Der Geist des Windes natürlich. Wie in den Legenden natürlich. Ich glaube, sie würden den am liebsten jetzt einweisen lassen. Aber da er von Nobilität ist, also war es nur eine Illusion. Ich habe mir nur alles ausgedacht. So. Aber ich bin besorgt, was Banjo wollte. Das war der Typ, der gerade vorhin zu ihrem Papa gekommen ist. Ja, mal runter. Kann ich eigentlich irgendwo... Konnte ich so absaven oder muss ich das an Save-Punkten machen? Ich bin mir da auch nicht mehr sicher. Kann ich hier machen? Options? Save gab's nicht, ne? Nee. Alles klar. Hihi. Wenn ich Kreis gedrückt halte, kann ich übrigens langsam laufen. So. Was ist denn hier los? Ah, laut Kark. Ich habe gerade mit Lloyd gesprochen. Ich habe einen verdächtigen alten Mann auf dem Scrap-Plateau gesehen. Oh, sehr verdächtig. Er war nicht aus diesem Land. Er schien einfach herumzusuchen. Und wusste nicht, was er tut. Er war ziemlich creepy. Muss man aufpassen. Lloyd kann natürlich sie nicht, kann nicht wissen, was da ist. Aber Kark bietet sich an. Ich check das mal aus. Hier, nimm mal 200 Goldstücke. Kannst dir ordentlich ein Eis kaufen. Oder wir kaufen uns wahrscheinlich lieber ein Schwert und ein Schild oder so, ne? Statt ein Eis. Okay, dann komme ich mit dir, Lord Kark. Kark ist ein bisschen unglücklich als Name, wenn man den in Deutsch spricht, ne? Der ist ja voll Kark, der Typ. Hey, nenne mich nicht Lord. Finde ich komisch dabei, wenn wir so formell sind. Aber mir macht es nicht aus, dich Lord Kark zu nennen, wenn es dir gefällt. Sind wir jetzt schon in solchen Spielchen hier? Nur weil ich der Sohn einer königlichen Familie bin. Alle benehmen sich gut mir gegenüber. Ich weiß es zwar zu schätzen, aber das muss man nicht machen. Guck mal, er hat den Kopf richtig draufgeschraubt auf den beiden Schultern. Er ist nicht einfach vermessen, nur weil er der Sohn des Königs oder sowas ist. Sag mal was. Hallo Kark, wie geht's dir? Wir machen hier sauber mit den Kids. Seid ihr fertig? Kark ist hier. Sag doch mal hallo. Ach, da oben ist er. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ah, Lord Kark. Nein, nein, nein. Ich habe Probleme hier. Ich will auch eigentlich nur kurz einkaufen gehen. Schön auch, dass die Geschäfte auch von der anderen Seite noch offen sind. Equipment Shop. Also, Buy Items. Spirit Stones. Okay, 160. Wiederbelebungsding. Ich will mal kurz gucken, ob ich mir noch eine Waffe kaufen muss. Sonst nehme ich mir ein paar Herbs mit. Wo ist denn der Waffenladen? Das war hier rein, oder? Hallo Lord Kark, nett dich zu sehen. Brauchst du Waffen? Ich brauche Waffen. 120. Ja, mehr als das kann ich mir nicht leisten, ne? Ah, aber dann geht mein Speed runter. Okay, dann lasse ich es mal. Ach, ich hätte einfach hier durchgehen können, ne? Gar nicht gesehen. Dann nehme ich mir noch ein paar Health-Items. So. Zumindest für den einen Kampf soll es jetzt reichen. Mehr muss man da nicht machen. So, Leute, dann gehe ich mal kurz raus. Kann ich auf der Map saven? Ah, oder kann ich, warte mal, bevor ich den Kampf mache, ich mich zumindest mal abspeichern, weil wenn ich das weiterspielen sollte, wo kann ich denn saven? Ist das im Inn? Ist es hier? Nee, das ist wieder ein Itemshop, oder? Achso, der geht saufen. Nee, das ist das Defense Office. Nein. Okay, das ist das. Die Wache hier. Das ist nicht das Inn. Ich muss mich zumindest absaven irgendwo.
Weil nochmal möchte ich mir das Intro nicht angucken. Weißt du, was wir... Nee, hier ist noch alles abgeschlossen, ne? Wie hat mir hier nochmal gespeichert? War es eine Kirche? Ach so, ich dachte, was macht der Typ da? Der hat eine Rute in der Hand und angelt. Ich habe die Angelrute gar nicht gesehen. Ich dachte, was machst du da? Du alter Mann. Das ist ja weird. Ja gut, dann gehen wir rüber und wir machen zumindest mal den Kampf. Damit ihr mal sehen könnt, ob gameplay-technisch das Spiel überhaupt was für euch ist oder nicht. Wie schon erwähnt, Strategie. Primär natürlich Rollenspielelemente mit dabei. Sogar mit richtigen... Also mit richtigen Städten, wo man herumlaufen kann, nicht nur ein Menü. Da ist der alte Mann mit dem Cape, der Creepy Old Man, der von den Känguru-Ratten gekickt wird gerade. Tja, wo kommt ihr denn alle her? Ey, die sind voll gemein. Die sind voll gemein, die Ratten. Verdammt, ihr kleinen Monster. Ja, dann müssen wir ihm gleich mal aushelfen, ne? Oh Gott, was ist denn da los? Bisschen schade finde ich, die Musik ist nicht so cool wie die in den letzten Arcelor-Teilen gewesen, also den PlayStation 1-Teilen. Ah, da hatte sich sein Weapon-Equipment gemacht. Wir können nicht einfach zugucken, wie er getötet wird. Die ist hier okay, aber ist nicht ganz so klasse wie die andere bisher. Geh und versteck dich, wo du hier bist. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich danke euch. Alles klar, Party-Members, can change. Kann ich nicht machen, Party-Items, Healing Herbs, Give-Item. Ich gebe Kark noch eins. Ich gebe Paulette noch eins. Die haben zwar schon Items, aber lass uns anfangen. Ups. So, Status Equip. Muss ich hier noch was machen? Nein, die sind die Standard. Ah. Ach, ich habe hier habe ich gar kein Item gegeben. Okay, ich hätte gedacht, dass sie zumindest was hat. Egal. Dann starten wir einmal. Bei der Standardwache hatten wir die Suskel Squirrels. Squirrels. Müssen wir wegzimmern. Justice shall prevail. Alles klar. Ich habe einen Kampfradius, in dem ich mich bewegen kann. Innerhalb dieses Kampfradius müsste ich dann einen Gegner stehen haben, der hier jetzt gerade leider nicht ist. Aber habe ich einen Skill? Fangbreaker Blake? Nein, das reicht leider nicht dahin. Mit dem kann ich, glaube ich, mal beenden. Paulette. Ja genau, Paulette ist ein bisschen besser. Sie könnte von einer guten Position kämpfen. Hat also eine gute Range. Wenn ich R1 drücke, kann ich tatsächlich die Range mehr angucken von Paulette. Aber sie reicht ebenfalls nicht, um einen Gegner angucken zu können. Deshalb end this. So, da er eine Attacke hatte, hat mich das Rädchen angegriffen. Das Rettilein. Die kriegen natürlich alle ihre Züge. So. Mal gucken. Ich habe jetzt keine Action Points oder sowas, die man in anderen Spielen haben würde, sondern ich kann mich jetzt bis hierhin bewegen und ich greife mal an. Ich habe jetzt eine Seitenattacke gewählt. Okay, dann werde ich den mal auch. Moink. Hat gereicht für den hier. Der hat was fallen lassen. Was ist es denn? Pickup-Menü. Okay, man muss die Sachen jetzt sogar mitnehmen bei denen. Oh, guck mal, er fängt jetzt an zu glühen. Und das hat er jetzt von alleine gemacht. Es gibt ab und zu auch mal die Chance natürlich für eine Konterattacke, da was mitzunehmen. Okay, wie viele Hitpoints habe ich? 70. Okay. Kriege ich beide eigentlich in die Attacke? Nein. Dann willst du jetzt den machen. Oh. Oh. Eine Combo-Attacke haben sie gemacht. Weil sie zusammen drin standen. Okay. Healing Herb. Aber, sobald ich das benutzt habe, ist mein Bewegungszyklus zu Ende. Zum Glück kann ich hier noch angreifen, weil ich in der Nähe von dem Charakter bin, von dem Gegner. Kann man das einstellen. Guck mal, wie viele Ratten da sind. Und der alte Opa hat sie einfach versteckt. Der alte Safti. Müsste, glaube ich, mal bald ein Herb benutzen. Aber. Let's go! Oh, das hört sich fast wie ein Critical an, aber. Warte mal. So. Aber es war's nicht. Das sollte reichen. Hat nicht gereicht. Das ist dumm.
Ausgewichen. Nicht ausgewichen. Ich glaube, ich kann noch mal angreifen. So. Spirit Stones. Mit dir sollte man am ehesten Sachen aufnehmen. Das ist natürlich jetzt der erste simple Kampf, um sich an das Kampfsystem zu gewöhnen. Es wird nachher alles noch um einiges aufwendiger und kniffliger. So, warte mal, ich muss mit dem hier das aufnehmen. Nochmal Spirit Stones und Gaboink. Oh, ein Level Up. Ein Level Up mitten im Spiel. Also mitten im, nicht nach dem Kampf, sondern mitten im Kampf. Das finde ich immer gut. Hat er gerade einen Spagat gemacht? Hat die Ratte gerade einen Spagat gemacht? Einen Rattenspagat? Hat sie jetzt gemacht, oder? Okay, ich glaube, ich muss nicht wirklich angreifen. Oder ich muss nicht heilen, sondern das sollte reichen. Ah, ein Doppel. Dreifach Attacke und nur 10. Das ist doch Bullshit. Ah, ich habe beide. Ja, aber natürlich kann ich jetzt nichts machen. Okay, jetzt sollte es aber. Special? So, das war's. Also alles ein bisschen Freeform beim Angreifen. Wir sehen einen relativ simpel zu kapierendes Kampfsystem, aber dadurch, dass da, wie schon erwähnt, mehr Sachen dazukommen, mehr Charaktere, mehr Gegner, mehr Patterns, mehr Magien, mehr Items. Ich bin Karg von Jubel, was machst du denn hier? Das sind keine Ruinen, sie sind, ja, die Verbleibnisse einer antiken Zivilisation und ich bin ein Forscher. Was forschst du denn? Weißt du nicht, wer ich bin? Anscheinend nicht. Du wirst erstaunt sein, wer ist es denn? Ich bin der, der die weitesten Winkel der Welt bereist, in der Suche nach den Schätzen einer vergangenen Zeit. Der einzige, der wahre Zev. Es ist Zev. Ich habe nie von dir gehört. Ich auch nicht, muss ich sagen. Zev ist es. Nun denn, ist klar, dass du nichts gehört hast. Übrigens, was ist da mit der Markierung auf deinem Arm? Das ist mein Lieblingstattoo, meine Lieblingsband, Creed. Nein. Mach dir keine Sorgen, ich habe es gehabt, seitdem ich geboren wurde. Es ist halt eine merkwürdige Form, aber es ist einfach nur ein Geburtsmal. Ich habe bemerkt, dass du es immer berührst, wenn du unter Druck bist. Du hast die ganze Zeit berührt, als wir diese Suskel Squirrels bekämpft haben. Die Suskel Squirrels. Na gut, sagen wir mal, was Phase ist. Also, Seth, was machst du jetzt? Ein bisschen mehr erkunden. Aber hier gibt's doch nichts. Ich bin mir sicher, dass in diesem Land irgendwas ist, was meine Zeit in Anspruch nimmt. Komm doch mit zu uns, oder? Ich danke euch. Nee, da kommt nicht mal mit. Gehen wir zurück und sprechen mit Lloyd. Alles klar. Und guck mal, ich kann jetzt hier auf dem Kampffeld sogar einfach frei herumlaufen. Das haben wir ja auch nicht so oft, dass du im Kampffeld hier irgendwas anstellen kannst. Viele vergleichen die Arc the Lads gerne auch als so, ja, inoffizielle Nachfolgerserie zu Shining Force. Weil Shining Force hat ja auch die Unterschiede. Do you wanna... Oh, Hanger for the Airship? Okay. Aber keine Batterie, also kann ich nicht zum Airship. Schade. Weil die eben Rollenspielelemente haben mit Städten, wo man herumlaufen kann und alles, aber auch eben Strategie, hauptsächlich Strategie-Gameplay haben und nicht in der simplen Variante einfach alles, was nicht mit einem Strategie-Map zu tun hat, in Menüs verpacken. Deshalb sollte es eigentlich passen. So, jetzt muss ich aber mal den Save-Punkt hier suchen. Da war das Café. Was ist hier? Banjo hat die Refinery noch nicht geöffnet. Guck mal, Butch, das ist ein... kannst du Butch sagen, Banjo, dass er herkommt? Alles klar. Butch hat einen schönen Haarschnitt. Einen richtig butchen Haarschnitt. So, der Opa ist immer noch da. Was gibt's hier? Lord Karg. Ich habe ein grün gesichtiges Monster gesehen. Das will ich gar nicht sehen.
das grüngesichtige Monster. Es gab auch für die PS2 ein paar Shining Force-Teile, aber die hatten nicht mehr viel mit den klassischen Shining Forces zu tun, also die zu gleichen Teilen Rollenspiel und Strategie waren. Castle Ruins is locked. Ich will eigentlich nur speichern, damit wir das beenden können. Ach, aber erstmal das Marmalein ist da. Aber ja, die zumindest Twilight of the Spirits hat ein bisschen diesen Stil weitergehalten, während Shining Force auf der PS2 mehr zu Action-Draufhau-Games geworden ist und nicht mehr viel mit Strategie zu tun hatte. Die zwar auch nicht gar nicht mal so schlecht waren, Shining Force Neo oder Shining Tears hießen die zum Beispiel. Gab es aber auch nur in Japan und in den USA. Was geht da, Mutter? Was geht hier? Sohnemann, komm doch her. Wie war es auf dem Plateau? Da war ein alter Opa, dem haben wir geholfen und dann war gut. Im Chat wird sich gerade unterhalten, dass 70 bis 80 Euro für Shining Force 2 einfach zu teuer sind. Ja, für die Modulversion natürlich klar. Die Preise sind auch irgendwie aufgestiegen oder hochgestiegen in den letzten ein, zwei Jahren. Da war es vorher ein bisschen günstiger zu haben, aber Shining Force 2 und 1 gibt es zum Beispiel beide als Download für Steam. In den diversen Collections ist es mit dabei, also es wird nicht daran scheitern, dass ihr eine günstige Version von Shining Force zu spielen bekommt, egal auf welcher Plattform, außer auf der PS4, da gibt es das noch nicht. Also Ragnos ist getrennt. Mit Menschen und Deimos, das ist doch klar. Der Yennafia, ich gehe und check das selber mal aus. Priestermama. Draußen sind 40 Grad. Was hast du denn da an? Mutter, ich habe Lloyd geschlagen, das erste Mal in einem Duell, und dann habe ich dem alten Opa geholfen. Ich werde bestimmt ein echt guter Kämpfer werden. Ja, Sohnemann, jetzt zieh dir deinen Talar an, du wirst Priester. Was ist denn los? Verhältst dich ein bisschen komisch. Dein Vater ist da. Er hat gesagt, er will dich sehen. Nein, ich fühle mich nur nicht besonders gut. Guck, das haben sie auch mit der PS2-Technik gemacht, dass man die Reisschüsseln ungerade stapeln kann. Wie gelebt sieht es aus? Wie gelebt? Ist es gefährlich, dass du draußen alleine herumläufst? Nein, mir wird es gut gehen. Dann werde ich Banjo fragen in der Refinerie, wo die ganzen Steine sind. Okay, das war der Auftrag, den wir machen müssen. Aber ist hier zumindest nicht ein Safe-Prompt? Das komische Licht. Was ist das hier? Ist das ein Luftbefeuchter? Ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwie gibt es eine Kombination auch, wo man sich das Handbuch eigentlich angucken kann. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie die Kombination hier auf der PS4 ist für das Handbuch. So, irgendwo hier muss doch dann entweder das Inn sein, wo man schlafen und saven kann. Oder eine Kirche oder sowas. Gott, Entschuldigung. Das musste einmal raus. Weapon Parts, okay. Nein, brauchst du mir jetzt nicht erklären. Ich will nur speichern, aber insgesamt, ich kann ja schon mal das Fazit ein bisschen sagen, ist es schön, wie schon erwähnt, dass Sony so viele von den Spielen nochmal rausbringt. Ich finde, 15 Euro sind ein bisschen teuer. Dafür ein 10er hätte es auch gemacht und eben, das wäre auch ein Game, das hätte jetzt nicht unbedingt das PS4-Update gebraucht. Ach, da ist der Savepoint, oder? Ja, da habe ich ihn entdeckt. Es hätte nicht unbedingt das Upgrade gebraucht. Es ist schön, dass man es jetzt in Full HD spielen kann. Noch schöner wäre es, wenn man die Dinge auch in 16:9 spielen kann, dass die Mühe sich nicht extra gemacht wurde. Wenn ihr Strategiespiele zocken könnt, ansonsten die anderen Arxelite-Spiele findet ihr im US-PlayStation Network. Gibt es 1, 2 und 3 als Download nochmal. Ansonsten die Retail-Fassungen waren damals sehr teuer. Und ja, ich werde in Sachen PS2 auf PS4 nochmal mit Dark Cloud 2 oder Dark Chronicle, wie es in Europa heißt, und in Japan euch ein bisschen weiter behelligen, wenn es nächste Woche draußen ist. Und hoffentlich bald auch zu Okage oder Wild Arms 3, weil das sind schöne Spiele, die man sich in Ruhe angucken sollte.